Herzlich willkommen zum zweiten Hintergrundgespräch des BBE. Dieses Mal mit einem, wie wir finden, ganz spannenden Thema, das nicht nur die Vereinten Amerikanischen Nationen und andere ihr eigenes nennen dürfen, sondern auch wir in Deutschland allmählich besser drauf haben dürften, nämlich Kampagnen fürs Engagement. Wir wollen uns heute mit Best Practice und mit den Erkenntnissen aus dem Bestand von Praxis beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Carola Schaaf-Derichs. Ich leite die AG Kommunikation zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Peter Hill vom ZDF. Und deswegen einen ganz herzlichen Dank als allererstes. Das sind wir uns schuld, dass wir dem ZDF mit großem Dank für die Räumlichkeiten, für die prominente Konferenzzone hier einen Applaus spenden und Peter Hill im Speziellen. Ja, damit auch schon hinein ins Interview oder ins Gesprächsleben. Sie sehen zu meiner Linken drei Experten aus diesem großen, weiten Feld. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Johannes Bohnen von Bohnen, Kallmorgen und Partner da ist. Genau, da darf man auch noch mal klatschen. Wir sind mit unserem Format noch sozusagen am Einüben. Dann Professor Dr. Rudolf Späth zum Thema Grassroot Campaigning. Aber wir wissen von Ihnen, Herr Dr. Späth, dass Sie ja ganz viel auch mit Lobbying und anderen Hintergründen zu tun haben. Herzlich willkommen. Und last but not at all least, Robert Dürrhager von ReCampaign. Alle, die das noch nicht erfahren konnten, was ReCampaign bedeutet, werden es heute lernen. Aber auf alle Fälle beansprucht ReCampaign für sich, dass sie die besten Kampagnen im Netz zusammengetragen haben. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein weites Feld. Also ich fand immer, weil ich ein sehr politischer Mensch bin, sehr spannend, darüber nachzudenken, wie man den Kampf um Deutungshoheit aufnehmen kann. Wie schafft man es eigentlich, seine Themen, die einem wichtig sind, auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen. Und das ist natürlich mit Kampagnen sehr gut möglich, gerade auch, wenn man finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Was mein Glück war damals bei Scholz & Friends, wo ich zum Beispiel diese Kampagne der Arbeitgeberverbände geleitet habe, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wo wir Werbung machen konnten, TV-Spots machen konnten, Direct-Mailings, PR, also alle möglichen Kanäle bespielen konnten, um dieses Thema, wie können wir eigentlich unsere Wirtschaft erneuern, im Sinne Ludwig Erhards hochzuziehen. Und im Non-Profit-Bereich habe ich mich immer sehr interessiert für das Thema, wie schaffen wir es eigentlich, die Bürgergesellschaft zu stärken. Ich komme gebürtig aus Bremen, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass man sich fürs Gemeinwohl einsetzt. Da redet man gar nicht groß drüber. Und dann kam ich nach Berlin und habe gesehen, dass diese Gesellschaft eigentlich ziemlich fragmentiert ist und dass sich keiner wirklich verantwortlich fühlt oder sehr, sehr wenige verantwortlich fühlten für das, was hier passiert. Und mein Thema ist eigentlich die Politisierung der Bürgergesellschaft im wohlverstandenen Sinne. Wie schaffen wir es eigentlich als Bürger, auf Augenhöhe zu kommen mit Politikern? Mit welchen Methoden, mit welchen Tools schaffen wir es, Verfahren richtig zu strukturieren? Das hat dann auch viel mit Agenda-Setting und orchestrierter Kommunikation zu tun, also mit dem Handwerkszeug eines Kommunikationsberaters oder Kampagnenexperten in Anführungsstrichen. Und ich will jetzt nicht zu viel vorausgreifen, aber sozusagen in den Bereichen habe ich mich immer bewegt. Macht sehr viel Spaß, ist auch ziemlich komplex und kompliziert, aber wahrscheinlich macht es deswegen besonders Spaß. Und steige da gerne weiter im Detail ein im Laufe des Gesprächs. Ja, aber das Thema ist interessant, weil aus den vielen Gesprächen, ich bin ja nur in der Kommunikationsabteilung, da hat man natürlich andere Aufgaben, einige davon sind ja eben schon angeschnitten worden. Kampagnenfähigkeit ist auch für das ZDF eine wichtige oder für öffentlich-rechtliche Unternehmen im Allgemeinen eine wichtige Geschichte, oft unterschätzt. Aber wenn ich mich mal auf die Journalisten, auf die andere Seite begebe, also der Empfänger von, der Empfänger von Kampagnen, nämlich Journalisten, die als Mittler ja zum Publikum fungieren müssen, wenn ich, Herr Späth, mit einer Kampagne, da frage ich mal Ihre Erfahrungen so ein bisschen ab. Wenn ich auf Journalisten zukomme, kriege ich immer oft gespielt, jetzt gar nicht auf ZDF bezogen, sondern allgemein, auch im BBE-Zusammenhang,
naja, Mensch, schon wieder eine Kampagne, da steckt doch immer eine Absicht dahinter. Ich sage, ja klar, steckt da eine Absicht dahinter, und zwar eine gute. Aber ich erlebe oft, dass bei Journalisten immer noch so ein bisschen Vorbehalt kommt. Dabei haben Sie eigentlich ja das ganze Instrumentarium auch des kritischen Nachfragens, der kritischen Nachbeleuchtung durchaus auf dem Schirm. Wie erleben Sie es in Ihrer Praxis? Gibt es Beispiele dafür, wie Journalisten reagieren, die uns auch in der Runde hier ein bisschen helfen, vielleicht, ich sag mal, die Spezies der Journalisten, für die ich jetzt gar keine Lanze brechen muss, auf die zuzugehen und zu Gesprächspartnern ja auch zu machen zunächst mal. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Feld und eine ganz, ganz, eine ganz schwierige Angelegenheit, weil Sie unterstellen, erstmal, dass Journalisten Mittler sind, das heißt Transporteure. Und da würde ich schon erstmal ein Fragezeichen setzen. Sind Journalisten wirklich die Transporteure? Und dann von, wenn ja, von was? Sozusagen, da müsste es irgendeinen Gegenstand geben, der dann transportiert werden kann. Die Mediengesellschaft ist aber so strukturiert, dass nicht einfach sozusagen die Medien etwas transportieren oder abbilden oder verdichten und dann kommt es sozusagen nochmal auf die mediale Ebene, sondern die Medien schaffen Wirklichkeit. Also das heißt, kurz und gut, wenn wir heute fragen, wie organisieren wir unsere Wirklichkeit, dann werden Sie alle zum Ergebnis kommen, wenn Sie ein bisschen nachdenken, dass 90% Ihrer Informationen nicht aus einer Face-to-Face-Kommunikation stammt. Sprich, dass Sie den überwiegenden Teil Ihrer Informationen über das, was um Sie herum geschieht, aus irgendwelchen Medien, da würde ich Bücher auch dazu zählen. So. Und das heißt, Medien haben sowas wie eine konstitutive Funktion für Wirklichkeit. Das war schon vor 30 Jahren so, als wir hier in Berlin demonstriert haben. Da sind alle nach Hause gelaufen und haben, wollten Punkt 8 zu Hause sein, weil die entscheidende Frage war, kommen wir in der Tagesschau vor? Wenn man nicht in der Tagesschau vorkam, hat das Ereignis, an dem man selbst dabei war, nicht existiert. Und das ist heute noch in viel größerem Maße so. Und das bedeutet, Journalisten sind eben nicht nur Mittler, sondern Journalisten sind oder die Medien im Prinzip Wirklichkeitskonstrukteure. Und das heißt, wenn Sie dann Journalisten untersuchen oder die Rolle, die Journalisten einnehmen, dann genauer beleuchten, sagen wir so, Sie befragen Journalisten, dann werden Sie relativ rasch feststellen, dass Journalisten relativ viel darauf geben, was ihre Kollegen denken, was in der Nachbarzeitung steht, was im sozusagen im Nachbarkanal kommt. Das heißt, die gucken nicht so sehr, was ist wirklich in der Wirklichkeit, sondern die gucken, wie sieht die Medienwirklichkeit aus? Haben wir dieses Thema auch? Oder einer der beliebtesten sozusagen oder wichtigsten Dinge ist, wenn ein Thema auf Spiegel Online 2 Stunden ganz oben steht, dann ist es für süddeutsche.de und für stern.de sozusagen ein Muss, darauf aufzuspringen. So, und das sind sozusagen diese Dinge, auf die Journalisten achten. Und das heißt, da haben sie dann relativ, da sind sie sozusagen relativ im Hintertreffen, wenn sie jetzt hergehen und sagen, wir machen aber eine Kampagne, Journalisten bitte oder hier Journalist XY, du musst aber jetzt dieses Thema sozusagen nach vorne bringen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Da haben Sie ein Problem. Also, und ich kann Ihnen Ihr Problem dann auch nicht lösen, indem ich sage, na gut, dann muss man einfach die Kampagne besser machen oder so. Aber das sind die Ausgangsbedingungen. Danke. Ich fange mal mit an. Die WeCampaign ist eine jährliche Konferenz, die in Berlin stattfindet, zum Überthema die besten Kampagnen im Netz. Es treffen sich hier immer zwischen 300 und 400 Vertreter aus der Zivilgesellschaft, meistens größere Kampagnenorganisationen, Mitarbeiter aus größeren Kampagnenorganisationen, die sich darüber unterhalten, wie kann man die neuen Medien nutzen, um Kampagnenarbeit zu machen. Und es ist vor allen Dingen eine Bildungsveranstaltung, in der man sich konkret darüber austauscht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auch was für Trends sind da und welche nicht. Und wir hatten jetzt gerade hier das Beispiel,
Wenn man bei Spiegel Online mal 2 Stunden lang online, also auf der Startseite ist und welche Aufmerksamkeit man da bekommt, dann kann ich auch als Mitarbeiter von der Hilfsorganisation Oxfam, wo ich Online Communications Manager bin, dann genau ablesen, wie viele Leute sind tatsächlich auf unsere Webseite dadurch gekommen. Und dann vergleiche ich das natürlich jetzt mit den neuen Medien und denen ihrer Nutzung. Und tatsächlich ist es so, dass wir über Facebook ungefähr das doppelt so viel an Traffic bekommen, also Besuche auf unsere Webseite, als über, wenn wir auf den ganzen Medien überall auf den Startseiten gewesen sind. Das heißt sozusagen, die sozialen Medien, wenn man hier einigermaßen Netzwerke aufgebaut hat, schaffen es tatsächlich, mehr Leute zu bewegen, auf unsere Seite zu kommen und sich zu engagieren, als die klassischen Medien. Und das ist eine Änderung in dem ganzen Campaigning, den wir natürlich sehen. Und diese Themen werden dann aufgegriffen in der Veranstaltung WeCampaign und dann wird da natürlich dann die verschiedenen Aspekte angeguckt. Wie funktioniert Video? Was kann man mit SMS machen? Das sind so die Werkzeuge, die man hat. Aber genauso auch, wie geht man mit Partizipation um? Wie misst man diesen ganzen Erfolg? Wie macht man die Wirksamkeit? Wann geht eine Kampagne zu weit? Wir hatten hier gerade den Erfolg von der Kony 2012-Kampagne, die weltweit richtig groß geworden ist, indem sie innerhalb von einer Woche 100 Millionen Views bei einem Video auf YouTube hatte, die aber ethisch sehr viel fragwürdige Punkte aufgeworfen hat, über die angesprochen wurde, weil sie nicht hintergründig gut informiert hat und zu einem falschen Ziel aufgerufen hat. Und das sind so alles die Themen, in denen dann über 2 Tage lang sich ausgetauscht wird. Also Scholz & Friends Agenda, also die Agentur, die ich damals gegründet habe, zusammen mit einem Kollegen, ist sozusagen der Public Affairs und Public Relations Arm von Scholz & Friends. Und es gibt viele Profit-Einheiten unter dem Dach von Scholz & Friends und der Claim war ja The Orchestra of Ideas. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, dass man ein Orchester hat, ein vielstimmiges Orchester, das aber dirigiert wird von einem Dirigenten. Und der Dirigent ist sowas wie eine Leitidee. Ein positionierender Satz, der zu entwickeln ist im Laufe eines Leitbildprozesses, den man dann sagen kann, wenn man nachts um 3 Uhr geweckt wird. Und daraus entwickelt sich erst eine verbische Ableitung, wie zum Beispiel unsere Baden-Württemberg-Kampagne Wir können alles außer Hochdeutsch. Und das Schöne ist, wenn man so inhaltlich einen Kunden betreut mit einer Leitbildentwicklung, aus der man dann interne und externe Kommunikationsmaßnahmen ableiten kann, ist, dass es innerhalb der Full-Service-Agentur, so nennt man das ja offiziell mit diesen vielen unterschiedlichen Kommunikationsinstrumenten, keine Budgetstreitigkeiten gibt, weil man alles aus dem Inhaltlichen ableitet, weil es natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, den richtigen Instrumentenmix zu finden. Brauche ich 30% PR oder 40% Werbung, wie viel Direct Mailing, wie viel Website, Fernsehspots und so weiter. Und das ist natürlich auch abhängig vom Budget, das zur Verfügung steht. Wenn ich jetzt eine große Kampagne mache, wie die Gottschalk-Brüder damals bei der Post, dann kann man die Kommunikationspyramide sozusagen von der Seite angreifen. Wenn ich ein geringes Budget habe, was für viele NGOs gilt, dann müsste ich wahrscheinlich versuchen, über Meinungsmultiplikatoren an der Spitze dieser Pyramide zu gehen, um dann nach dem sogenannten Trickle-Down-Effekt breitere Bevölkerungskreise zu erreichen. Und mit diesen Methoden, also auch orchestrierte Kommunikation kombiniert mit Agenda-Setting, haben wir viel gearbeitet. Also Agenda-Setting, sehr stark auch das Thema Timing, wie schaffe ich es eigentlich, meine Themen mit bestimmten kommunikativen Flöcken, die ich sozusagen einramme, am Laufen zu halten. Mache ich eine Veranstaltung, mache ich eine Presseveranstaltung, mache ich Online-Dinge und das muss alles aufeinander abgestimmt sein, durchgeplant sein. Und das ist eben ein Fehler, der bis heute sehr häufig gemacht wird, dass mal eine Veranstaltung gemacht wird, die dann verpufft in ihrer Wirkung und nicht geschaut wird, mit welchen Botschaftern, Testimonials oder weiteren Kommunikationsmaßnahmen kann ich noch arbeiten, um das Thema nachhaltig, wirksam auf der öffentlichen Tagesordnung zu halten.